B4.2 vor die Punkte PN Element der Strecke CS gilt. Die Strecke SPN in Abhängigkeit von x sind x Zentimeter mit x Element R und 0 kleiner gleich x kleiner 14,21. Die Punkte PN sind die Spitzen der Pyramiden ABDPN mit den Höhen PNFN. Zeichnen Sie für x gleich 3 die Pyramide ABDP1 und die Höhe P1F1 in das Schrägbild zu B4.1 ein. Berechnen Sie sodann das Maß des Winkels SP1A und das Zwischenergebnis haben wir noch. AP1 sind 7,47 cm. So, wir haben eine ganze Menge wieder drin. Gilt erst zu überlegen, was uns die Angabe hergibt. Wir haben einen Punkt, der liegt auf der Strecke CS, ja, also irgendwo hier drauf. Was wissen wir darüber? Ja, die Strecke SPN entspricht x Zentimeter, also muss mir irgendwo verraten werden, wie groß mein x ist. Das habe ich jetzt ja beim Zeichnen. Zeichne für x gleich 3. Das heißt, diese 3 muss hier für das x Zentimeter eingesetzt werden. Und für unseren ersten Fall bedeutet das, der Punkt P ist 3 cm von S entfernt. Nehmen wir also unser Geodreieck, messen 3 cm ab. Ich habe jetzt leider nicht überprüft, ob mein Geodreieck gerade hier super drauf passt auf die Kästchen. So müsste es passen. 3 cm abgemessen, ist hier der Punkt P1 zu finden. Haben wir eingezeichnet. Und was heißt es jetzt? Zeichnen Sie die Pyramide ABDP1 und die Höhe P1F1 ein. Also ich muss es noch verbinden. War es zu schief. So, ABD, das heißt, ich muss noch P1 mit B verbinden und P1 mit D verbinden. Ja, vielleicht nehmen wir mal andere Farbe. Dann sieht man die Pyramide ein Stück besser. So, das ist die Pyramide. Hier unten noch schnell die Farbe nachziehen, damit man die auch ordentlich sieht. Jawohl, und jetzt heißt es noch, man soll die Höhe P1F1 einzeichnen. Wichtig dabei ist, die Höhe steht immer senkrecht zur Grundfläche, das heißt in dem Fall senkrecht nach unten. Und dann halte ich hier meinen Punkt F1. Gut, dann haben wir das Zeichnen erledigt. Es geht weiter. Wir haben noch nicht alles erledigt, weil es soll hier noch das Maß des Winkels SP1a berechnet werden. Ja, gehen wir schnell nochmal in die Zeichnung. SP1a, das ist dieser Winkel hier drüben. Und da folgt natürlich die Überlegung, wie kann ich den berechnen. Okay, ich gebe mir folgt vor. Ich suche mir ein Dreieck, in dem dieser Winkel drin liegt. Dreieck wäre zum Beispiel SAP1. Ja, da liegt dieser Winkel drin. Was kenne ich alles aus diesem Dreieck? Ich kenne hier die Strecke SA mit 9 cm und ich kenne die Strecke hier oben mit 3 cm, weil mein x war ja für diese Zeichnung tatsächlich 3 cm. Also das kann ich schon angeben. Aber mehr kenne ich nicht. Das heißt, für Sinus, Cosinus, Tangens und so weiter und so fort fehlt mir noch was. Vielleicht mal erst mal überlegen, welche dieser Sätze kann ich überhaupt einsetzen. Ich habe kein rechtwinkliges Dreieck, das bedeutet, es funktionieren nur Sinussatz oder Kosinussatz. Für einen Sinussatz brauche ich zwei Winkel und zwei Seiten. Da ich hier keinen einzigen Winkel kenne, ist es ja schwierig, Sinussatz einzusetzen. Für einen Kosinussatz brauche ich drei Seiten und einen Winkel. Ich kenne aber nur zwei Seiten. Also weder Sinussatz noch Kosinussatz funktionieren. Das bedeutet, ich muss irgendwelche Zwischenrechnungen durchführen. Ja, also ich muss entweder Strecken berechnen oder Winkel berechnen. Irgendwas, was mir hier ja, den Winkel SP1a verrät. Okay, hier lohnt sich vielleicht auch ein Blick schnell ins Zwischenergebnis. Da heißt es, AP1 sind 7,4 cm. Das heißt, wir konzentrieren uns jetzt erst darauf, das AP1 zu berechnen. Und wenn ich das AP1 kennen würde, ja, sagen wir meinetwegen, das ist 10, dann kenne ich hier nämlich drei Seiten und kann den Kosinussatz ansetzen, zum Beispiel. Also, wie komme ich auf den AP1? Gleiches Spiel, ich suche mir ein Dreieck, wo der drin liegt. Ja klar, ich habe hier wieder das SAP1, haben wir ja gerade festgestellt, es bringt mir nichts. Sonst könnte ich ja den Winkel gleich ausrechnen. Verändere ich mal das Dreieck. Welches habe ich noch? Ich habe das ACP1 zur Verfügung. Was kenne ich hier alles? Ich kenne unten die AC, die ist 11 cm lang, weiß ich aus der Angabe. Ich kenne den Winkel mit 39,29 Grad, weil den haben wir vorhin ausgerechnet. Und ich kenne auch die CP1, das ist nämlich hier die 14,21 minus die 3, die hier oben
abgezogen worden sind. Damit kenne ich zwei Seiten und einen eingeschlossenen Winkel und eine dritte Seite ist gesucht. Ja, wenn ich jetzt nochmal durchgehe, kein rechtwinkliges Dreieck, das heißt Sinussatz oder Kosinussatz. Für einen Sinussatz brauche ich zwei Winkel, kenne ich aber nur einen. Für einen Kosinussatz brauche ich zwei Seiten, drei Seiten und einen Winkel. Ich kenne eine Seite, einen Winkel und eine zweite Seite und die dritte Seite ist gesucht. Also funktioniert hier der Kosinussatz. Gehen wir schnell in die Formelsammlung. Finden wir auf Seite 8 die Formel über den Kosinussatz. Hier auf der rechten Seite gibt es zwei Formeln. Einmal der klassische a² ist gleich b² plus c² minus 2 mal b mal c mal Cosinus Alpha. Und unten drunter 1 nach Winkel aufgelöst. Ja, falls mal Taschenrechnerumformung nicht erlaubt ist, soll oder sowas und man von Hand umrechnen muss, dann ist die zweite Formel sinnvoll. So, das Wichtigste beim Kosinussatz ist, dass hier die Seite, die links von der Formel steht, liegt immer gegenüber von dem Winkel, den man benutzt. Ja, also die Seite A liegt immer gegenüber vom Alpha. Das muss beachtet werden, wenn ich den Kosinussatz aufstelle. Wenn ich jetzt hier in meinem Dreieck reinschaue, habe ich hier den Winkel 39,29. Ich brauche also für meinen Kosinussatz die gegenüberliegende Seite. Mit der beginnt dieser Kosinussatz. Ja, und dann ist das Schwierigste auch schon wieder erledigt. Die Strecke AP1, die wollen wir berechnen. Also Kosinussatz angesetzt, AP1 zum Quadrat, das ist hier dieses A², ist gleich jetzt die beiden anderen Strecken, AC Quadrat plus die Strecke CP1 Quadrat minus, jetzt muss ich kurz auf meinen Stift warten, so, minus 2 mal AC mal CP1 mal Cosinus vom dem Winkel, das war der Winkel SCA. So, setzen wir alles ein, was wir kennen. AP1 wollen wir berechnen. Quadrat ist gleich. AC waren 11 Quadrat plus CP1, ich schreibe es jetzt mal so, 14,21 minus 3 in Klammern zum Quadrat, minus 2 mal 11 mal 14,21. Ja, mach ich mal weg. Minus 3 mal Cosinus von 39,29 Grad. Jawohl, um AP1 zu berechnen, muss ich hier oben das hoch 2 wegbringen. Das schaffe ich mit der Wurzel. Ja, also entweder ich kann das Ding in Solver eingeben und lösen lassen, oder ich muss es mit der Quadratwurzel auflösen. Dann folgt daraus, AP1 ist gleich, jetzt eine große Wurzel und da schreibe ich den ganzen rechts wieder rein. 11 Quadrat plus, das vereinfache ich jetzt, 14,21 minus 3 sind 11,21 zum Quadrat. Minus 2 mal 11 mal 11,21 mal Cosinus von 39,29. So, hier drüber noch meine Wurzel ziehen. Das tippe ich jetzt in den Taschenrechner ein und dann kommen raus 7,47 cm. So, vergleiche schnell. Jawohl, 7,47 passt. Nächster Schritt. Als erstes bekannt mit 7,47. Und jetzt, im Prinzip habe ich es vorhin schon mal erwähnt, ich will ja diesen Winkel hier oben haben, das heißt, ich suche nochmal ein Dreieck, in dem dieser Winkel drin liegt. Da gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Ich kann jetzt zum Beispiel ja auch den Nebenwinkel berechnen. Na, warum geht es jetzt nicht mehr weg? Also hier den Nebenwinkel berechnen, würde genauso gut gehen, oder ich gehe jetzt halt in dieses Dreieck. Alle drei Seiten sind bekannt, ein Winkel ist gesucht und setze nochmal einen Kosinussatz an. Wichtig dabei ist wieder, ich starte wieder mit der Seite, die gegenüber vom Winkel ist, also mit der Seite AS. Also, folgt für den Winkel, wie heißt er nochmal, SP1A? Ja, der soll hier berechnet werden. Wo haben wir es? Da Winkel SP1A.
So, und theoretisch, vorhin ja erwähnt, wir suchen jetzt einen Winkel, das heißt, ich könnte jetzt hier die zweite Formel benutzen. Die ist nämlich schon nach dem Winkel aufgelöst und muss ich nachher nichts mehr umformen. Wenn ich den Solver benutze, ist es vollkommen wurscht, welche ich benutze von diesen beiden Formeln, ob die da oder die da. Aber ohne Solver ist natürlich das jetzt ein wahnsinniger Zeitvorteil. Ich benutze jetzt einfach mal Cosinus von Winkel SP1a ist gleich ein großer Bruchstrich. So, und jetzt ist nun die Frage, was ist A, was ist B, was ist C? B und C interessieren eigentlich weniger. Wichtig ist wieder, wenn ich hier einen Winkel habe, ist A die gegenüberliegende Seite. Und B und C sind einfach die beiden anderen Seiten. Wenn ich meinen Winkel habe, wie gerade gesagt, dann ist das meine gegenüberliegende Seite. Das heißt, das muss ich für A einsetzen. Und was B und C ist, eins ist, oder das kann ich als A, B nehmen und das als C, aber wiederum ist vollkommen egal. Also, es folgt mit B Quadrat, dann habe ich hier, ja, schreibe ich es nur allgemein, SP1 in Klammern zum Quadrat plus C Quadrat, das waren die 7,47. Allgemein sind wir noch. Das war die AP1 zum Quadrat minus A Quadrat minus AS in Klammern, ja, in Klammern, AS Quadrat. Unten haben wir stehen 2 mal B mal C, das heißt 2 mal SP1 mal AP1. Gut, setz mal ein. Cosinus vom Winkel SP1a ist gleich großer Bruchstrich. SP1 waren 3, 3 Quadrat plus APN waren die 7,47 zum Quadrat minus AS waren 9, also 9 Quadrat geteilt durch 2 mal 3 mal 7,47. So, jetzt muss ich noch diesen Cosinus hier vorne dran wegbringen. Das schaffe ich am besten mit dem Cosinus hoch minus 1. Dann folgt daraus, Winkel SP1a ist gleich Cosinus hoch minus 1 von, Klammer auf und wieder Bruchstrich, schreibe ich es nochmal ab, 3 Quadrat plus 7,47 Quadrat minus 9 Quadrat geteilt durch 2 mal 3 mal 7,47. Große Klammer zu. Ja, das tippe ich jetzt in den Taschenrechner ein. Und dann kommen raus 111,19 Grad. Jawohl, damit ist die Aufgabe geschafft. Es sollte nur den Winkel SP1a berechnet werden. Das haben wir hier gemacht. Also fertig und zur nächsten Aufgabe.